Herr Thaler, dieser Unabhängigkeitstag, ist das nur ein Volksfest oder gibt es da auch eine politische Botschaft? Es gibt wie immer bei unseren Aktionen eine politische Botschaft und es gibt auch die dementsprechende Tradition dazu. Insofern wollen wir hier auch mit sehr viel Emotion, auch aus anderen Völkern Europas, wollen wir aufzeigen, dass Südtirol kein Teil Italiens sein muss. Und dass wir uns eigentlich auf den Zug, der jetzt in vielen anderen Ländern Europas losstartet, dass wir auf den Zug aufsteigen sollten, anstatt uns in die Gleise zu stellen und uns dagegen zu stemmen. Wie viele Besucher erwarten Sie in Meran? Wir werden sicher, was uns betrifft, zumindest 5000 Besucher zusammenbringen. Die haben sich schon angekündigt, aber natürlich ist die ganze Bevölkerung eingeladen, da dabei zu sein, von morgens früh um 10 bis irgendwann spät nachmittags um 18 Uhr kann man dabei sein, kann sich unterhalten, kann sich informieren an den einzelnen Ständen der anderen Völker Europas, kann die Darbietungen der folkloristischen Gruppen aus allen Teilen Europas anschauen und sich auch informieren zu den Zukunftsvisionen der Südtiroler Parteien, die auch am Rande dieser Veranstaltung von der SVP, von der Südtiroler Freiheit, von den Freiheitlichen, von der Bürgerunion, von der neuen Partei von Elena Artioli, kann sich da eben informieren über die Zukunftsvisionen. Mit dabei wird übrigens auch sein der Südtiroler Bauernbund und der ASGB. Universitätsprofessor Peter Hilpold hat gesagt, Sezession ist in Italien nicht möglich. Verkaufen Sie Illusionen? Ich glaube, die Studie von Herrn Hilpold ist eine Studie. Wir haben dazu jetzt selbst einen Preis ausgeschrieben, wo man solche Studien einreichen kann. Herr Hilpold kann dort gerne die Studie einreichen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Studie von Herrn Hilpold nicht gelesen, aber in unserer Fachjury werden namhafte Professoren drinnen sein und insofern wird seine Studie dann da bewertet werden. Es wäre nicht fair, wenn ich jetzt, ohne die Studie im Detail zu kennen, ein Urteil abgeben würde. Welche Veranstaltungen sind von Seiten der Arbeitsgruppe jetzt noch geplant nach diesem Unabhängigkeitstag in Meran? Da gibt es mehrere, die in Vorbereitung sind. Ich möchte sie aber noch nicht nennen, weil sie eben noch in Vorbereitung sind. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dann werden wir es kommunizieren.